Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem sonnigen Sölden. Ich bin nämlich im Area 47 Snowpark hier in Sölden, das zweite Mal in meinem Leben. Und ja, wir sind jetzt gerade von oben angekommen, ein bisschen durch den Park gecruised. Es sind insgesamt 47 Obstacles, also echt mega, mega viel. Und das Geile hier ist, dass es extrem viele Jib-Obstacles gibt. Und die Jib-Obstacles sind perfekt für Einsteiger und Fortgeschrittene. Und wer mich kennt, weiß, dass ich der größte Jib-Jerry überhaupt bin. Also ich, keine Ahnung, ich kann es einfach nicht. Und ja, ich bin einfach nicht der größte Fan vom Jibben. Wir haben hier auch Kicker. Wir haben hier zwei, eine Medium-Line und eine Pro-Line. Und ja, aber wie gesagt, ein Top-to-Bottom-Line mit extrem vielen Jib-Obstacles. Und die sehen alle echt mega, mega chillig aus. Vor allem diese Tubes, die lachen mich jetzt schon sehr, sehr an. Und ja, ich würde mal sagen, ich werde hier in Sölden auf jeden Fall Jibben lernen, weil Ewan ist nämlich auch mit dabei. Ewan ist ja eigentlich so ein belgisches Hallenkind, so ein typisches, ziemlich guter Jibber. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht lerne ich ja in diesen 3 Tagen hier in Sölden Jibben, weil ich glaube, einen besseren Park zum Jibben lernen findet man in Tirol nicht. Also wenn, dann hier. Also ich würde mal sagen, let's go! Challenge von Ewan, die ich jetzt habe, ist auf der ersten Tube 50-50 Frontside 180 out, auf der und dann da hinten Cap, wie nennt man das überhaupt? Stall, Switch Stall. Switch Stall, yep. 270 out. Muss nicht sein, kann aber. Muss nicht sein, kann aber. Ja, komm, wenn schon, dann schon, oder? Let's do it! Let's go. Alright, bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin in Form. Let's do it! Ja! Also was jetzt genau? Board slide? Ja, das ist schon sketchy. Versuch einfach. Board slide und dann frontboard. You got this. Direkt so Dreier probieren oder nicht? Ja, Boost einfach, das macht voll Spaß. Okay, let's go! Yes, nein, aber okay. War okay. Ey, first try. Not bad. Was machen wir jetzt hier für eine Challenge? 50-50 back one out. 50-50 back one out? Ja, voll easy. doch, let's go! Also back one out. Ich mach einfach so und dann drehe ich mich einfach so, oder? Let's get it! Yep. Yo! Wir sind jetzt am obersten Teil vom Park, gerade aus dem Lift ausgestiegen und wir machen jetzt ein Top to Bottom Run with Ewan! Let's go! We rolling, baby! Gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now.
gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time, and I came to groove. The whole band's here, and we came to move. Got a fresh haircut and two new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot, and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Okay. Second section. Was machst du jetzt? Switch from blunt to 70. Wenn ich das schaffe. Alright. Oh, f*** the switch from blunt must now. I'm a man on a mission with no misses and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Last call for some alcohol. And don't forget the tip. The sun went down, but we still relit. The band's still going, playing all the hits. I guess I'm now too legit to quit. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming tonight and I can't be beat. Watch out now. Okay, wir probieren jetzt mal die L-Line aus. Right, let's go. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no misses and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Out here. Shit! Wird Melina es rechtzeitig schaffen, bevor die Sonne wegkommt? Du musst versuchen, echt dein linkes Bein draufzustellen und dann deine Hüfte zu locken. Dann nach vorne schauen mit deinem Oberkörper und den Druck halten. Ich mache hier nicht dran mit, das ist schon viel zu motiviert. Yo! Das war! Woo! Sick! Boom! Ja, Gina! Ja! Boah, jetzt hat sich echt die 10-mal Hiken gelohnt. Ich glaube, ich hätte geweint, wenn ich den nicht mehr gestickt hätte. Es waren 5-mal. Es waren locker 15. Gefühlt waren es 15. Sollen wir mal zählen? Nein, lass dich los. Das war locker. Lass dich los. Ich kann nicht mehr. Und du stellst dich hier an. Weißt du, du filmst nur und chillst die ganze Zeit. Ja, wer hat die Einfahrt gefahren für dich? Du bist einmal da runtergefahren. Wow. Oh, ich kann nicht. Ich würde sagen, let's go. Wir sind jetzt zurück am Auto bzw. an unserem Apartment da hinten. Und ja, also obwohl es echt oben noch ultra stürmisch war und geschneit hat, war es jetzt im Großen und Ganzen noch echt geil. Der Area 47 Snowpark ist echt richtig, richtig geil. Also ich bereue es gerade ein bisschen, dass ich hier so selten war, weil die haben so viele Obstacles. Halt, wie gesagt, gerade zum Gym ist es echt mega. Und ihr habt es jetzt auch gerade gesehen, ihr könnt da wirklich easy neue Tricks lernen. Also ultra, ultra geil. Und auch so viele Tubes habe ich bisher in noch keinem Funpark in Tirol gesehen. Ich muss kurz nachdenken, aber ich glaube nicht. Ich glaube, insgesamt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Tubes. Und halt alle wirklich so geshaped, dass ihr als Anfänger auch wirklich mal lernen könnt, drauf zu springen. Ihr könnt drauf fahren, ihr könnt alles ausprobieren. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und auch nicht so voll. Ihr habt auch einen schnellen Umlauf mit dem Sessellift. Seid ihr echt schnell immer wieder oben. Und voll ist der auch eigentlich nicht gewesen, obwohl jetzt Ferienzeit ist. Also es war echt ultra entspannt. Und ja, im Großen und Ganzen war es echt mega, mega cool. Und ich werde auf jeden Fall wiederkommen.
Und ja, ich hoffe, der ein oder andere kommt auch vorbei und vielleicht sieht man sich ja mal hier in Sölden im Park. Ich hoffe, euch hat es gefallen und für Ju und mich geht es morgen früh gleich schon weiter. Natürlich werde ich euch da auch mitnehmen. Ich bin mega gespannt, freue mich schon und see ya!